Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Daily Quest. Wir haben die Koch-Daily, heute ist dran der Rock und wir dürfen mit einem Kessel, den uns der Rock gibt, besser gesagt, heute ist nicht die Quest der Rock dran, wir haben nur ihn angesprochen, wir haben Suppe für die Seele erhalten. Das heißt, wir müssen spirituelle Suppe zubereiten, brauchen dafür 4 geröstete Krollhufe. Und ich habe mal geguckt, wir haben das Rezept noch gar nicht. Das Rezept bekommt man nämlich in Nackrand. Und in Nackrand waren wir ja noch nicht, weil wir ja, ja mit den ersten 3 Gebieten bereits Level 70 geworden sind. Das heißt, wir machen einen kurzen Abstecher nach Nackrand, kaufen uns das Kochrezept. Ich werde dann auch gleich zeigen, wo es ist. Dann bereiten wir diese gerösteten Krollhufe vor. Ich hatte die Quest gestern schon und hatte die das Fleisch schon gesammelt, deswegen habe ich jetzt schon 4 von den Krollhuffleisch. Braucht die jetzt nicht erst farmen, aber die findet ihr im gesamten Nackrandgebiet überall, wo es Weidenflächen und Wiesenflächen gibt. Da findet man die Krollhufe. Wir werden jetzt auch über ein paar noch drüber fliegen. Das Rezept finden wir bei uns in der Allianzbasis und können das dort kaufen. Und dann müssen wir noch rüber zu einem Gebiet fliegen, zum Ahnenreich oder Ahnengebiet war das, um dort mittels des Kochtopfes die spirituelle Suppe herstellen zu können. So, ich schaue jetzt mal, wo wir in Nackrand Krollhufe finden. Die werden natürlich heute auch ein bisschen abgefarmt sein, wenn die Koch-Daily an der Reihe ist. Da unten liegen zum Beispiel schon die ersten Leichnam verteilt. Da laufen schon die nächsten, die respawned sind. Also man findet genügend in ganz Nackrand beim Überfliegen. Einfach nach unten schauen, dann sieht man die schon. Besonders im südlichen Teil ist da einiges. So, dann werden wir mal in Richtung der Allianzbasis fliegen. Die ist nämlich dort vorn. Ihr seht schon typische Drenai-Gebäude, die uns dort erwarten. Und dann werden wir dort gleich mal schauen, ob wir den NPC finden, der uns die Kochrezepte verkauft. Ah, perfekt. Direkt gefunden. Uriku, Kochbedarf. Und die hat diese Rezepte. Wir kaufen gleich mal alle 4. Da ist auch der geröstete Krollhuf mit dabei. Sehr schön. Das sind alles Rezepte ab 3,25. Das heißt, die könnten uns... Können die uns noch Skillpunkte geben? Werden wir gleich mal schauen. Ja, die können uns noch Skillpunkte geben, wenn wir Glück haben. Und jetzt müssen wir doch mal schauen, wo wir hier eine Kochstelle finden. Tja. Normalerweise müsste doch bei der mit dem Kochbedarf auch gleich eine Kochstelle sein, ne? Aber irgendwie ist hier erstmal nichts. Kein Feuer zu sehen. Vielleicht drin? Nee, auch nicht. Hier ist nichts. Oben auf dem Dach, wo der Flugmeister ist. Auch nichts. Aber da können wir gleich mal einen Flugpunkt annehmen. Wo ist hier was zum Kochen? Ich meine, wenn es die Allianz oder überhaupt die Fraktions Hochburg hier in dem Gebiet ist, der Standort,
muss da irgendwo eine Möglichkeit sein zu kochen. Können wir hier kochen? Nee. Das ist nur für die Schmiede gedacht. Tja. Wo können wir denn mal was kochen? Ist aber auch nichts. Hier ist ein Feuer. Das zählt nicht als Kochstelle. Okay. Das ist fast wie im Schattenlabyrinth. Da sind Haufen Feuer an den Seiten, die zählen nicht als Kochstelle. Darfst nicht kochen. Nichts. Okay. Merkwürdig. So, hier ist nichts, in der Schmiede war nichts. Was haben wir denn noch so? Fliegen wir nochmal hoch, wo die, der NPC mit dem Kochbedarf war. Dass bei der nichts ist zum Kochen, das verstehe ich nicht. Das ist Stallmeister, das ist auch nichts zum Kochen, das gibt's doch nur gar nicht. Da muss doch mal irgendwas zum Kochen sein. Nichts. Ach, hier ist ein Kochtopf. Ja, super. Den soll man nur von Weitem erkennen. Ei. Das Teil mal ein bisschen größer machen können. Aber wir haben aber zumindest jetzt 365 erreicht. Also ein Skillpunkt bekommen. Jetzt ist auch alles wieder ausgegraut. Das heißt, wir könnten nur über den würzigen Flusskrebs skillen. Den müssten wir oben in Skethys in den Wäldern von Tirokar angeln. Aber ich glaube, dort auch nur in Schwärmen, wenn ich mich recht entsinne. Und da sind noch keine Schwärme so richtig, weil das Gebiet noch gar nicht bevölkert ist. Da kann man nämlich bisher auch noch keine Dailies machen. Okay. Wir fliegen in Richtung des Ahnengrunds und haben die vier gerösteten Grollhufe mit dabei. Hier links dieser Berg, der jetzt gleich aus dem Bild raus verschwindet, das ist der Oshgun, einer der ja, großen Questgebiete, die wir hier auch haben können. Hat viel mit dem Konsortium zu tun. Das Konsortium befindet sich hier auch irgendwo auf der rechten Seite dann als ja, als kleines Lager und da können wir dann sehr viele Quests demnächst mal anfangen. So, gibt es ja irgendwelche sinnvollen Buffhoods? Ich glaube weniger erstmal. Wir werden uns dann auf die großen beschränken in Zukunft. So, auch hier auf den Wiesen und Weiden kann man Grollhufe finden. Und hier vorn rechts taucht halt jetzt das Konsortiumlager auf. Wir müssen auch noch ein Stück weiter. Ihr seht es ganz nach links. Und hier vorn am Ahnengrund, da ist ein Lagerfeuer. Da hätten wir auch die Grollhufe zubereiten können, aber ich wollte jetzt unbedingt da ein Feuer finden in unserer Allianz-Hauptstadt oder Allianz-Außenposten in der Grand, ne? So, dann bereiten wir die Suppe zu. Haben wir abgeschlossen, wurde leider gar nicht gezeigt oder als Bildschirm abgeschlossen, aber die Quest haben wir. Und dann geht's wieder zurück zum Rock nach Shadrath. Das werden wir jetzt mal ganz kurz nach vorn spulen, dass ihr den Rückweg noch schnell seht, aber ansonsten ist es jetzt nichts Besonderes, ne? Fliegen halt einfach nur hier entlang und in Shadrath rein. Wir können dann auch
sobald wir mit Nagrand-Questen anfangen, da wir Aldor sind, hier auf der Aldor-Höhe nach Nagrand überlaufen, durch die kleine Höhle. Als Seher bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das machen kann oder ob man rausgeportet wird, weil man sich in einem Aldor-Gebiet aufhält. Müsste man einfach mal ausprobieren, wenn man Seher-Spieler ist. Ansonsten gibt es ja noch Möglichkeiten, über die Zangarmaschen zwei Stück überzusetzen nach Nagrand, und man hat noch einmal über die Wälder von Terokar die Möglichkeit. Also es gibt einige Möglichkeiten, nach Nagrand zu kommen. Über den Fußweg, wenn man noch kein Reittier hat, kein fliegendes Reittier hat, noch nicht fliegen kann. So, dann werden wir mal zur Rock uns begeben. Dort unten neben dem lilanen Teppich hockt er vor seinem Zelt. Und wir wählen diesmal die Kiste mit Fleisch, um Fleisch für unser Pet zu haben. Mal gucken, was rauskommt. Beim letzten Mal hatten wir ein Rezept, diesmal war keins mit dabei. Aber wir haben Buzzardfleisch und Schlangenfleisch bekommen. So, kann man das jetzt hier an diesen Teilen zubereiten direkt? Nein, das ist keine Kochstelle. Okay. Mich wundert es auch, das ist ein Koch. Ach so, hier steht der Kochtopf wieder. Also mit den Kochtöpfen habe ich sie, sehe ich irgendwie einfach nicht. Ich gucke immer nach offenem Feuer. Okay, das habe ich dann noch zubereitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die nächste Koch-Daily angehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.